Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir saftige Kartoffel-Hamburger-Brötchen, Potato Buns. Ein Trend aus Amerika. Dazu brauchst du natürlich gekochte Kartoffeln. Das zeige ich jetzt nicht, denn üblicherweise hat man irgendwann im Haushalt gekochte Kartoffeln, dann einfach etwas mehr machen oder vielleicht bleibt was übrig. 150 Gramm mit einer Gabel zerdrücken. Ich mache das ganz einfach. Gibt natürlich auch andere Methoden. Ich mache das hier mit der Gabel. In die Maschine rein. Dann brauchen wir 230 Gramm Milch. 500 Gramm Weizenmehl Typ 550. Ein Ei. 40 Gramm Zucker oder Hello Sweetie. 10 bis 15 Gramm Frischhefe. Und alternativ, wenn du möchtest, noch so eine Fingerspitze voll Sauerteig, alte Madre, 10 bis 20 Gramm, einfach zusätzlich für mehr Geschmack. Dann habe ich hier noch 60 Gramm Butter und 10 Gramm Salz, das gebe ich erst nach einer Knetzeit von 3-4 Minuten bei. Jetzt erstmal Küchenmaschine starten, den Teig für 3-4 Minuten kneten, dann die Butter nach und nach beigeben und dann das Salz und den Teig schön auskneten. Der Teig knetet bei mir gute 20 Minuten. Hier Tipp, halte mal 10-20% von der Milch zurück. Je nachdem, was du für Kartoffeln verwendest, was die für einen Kochgrad haben und so weiter, kann das zu Unterschieden kommen. Nicht, dass der Teig zu weich wird. Und den darfst du richtig gut kneten. Da kann eigentlich nichts passieren. Hier Fenstertest. Und das ist wunderbar bei diesem Teig. Extrem dehnbar. Guck dir das mal an. Den lasse ich jetzt 40 bis 50 Minuten aufgehen. Ich werde den einmal dehnen und falten. Falls du den Fenstertest nicht geschafft hast, das ist nicht so schlimm, dann hilft das Dehnen und Falten sowieso, das wieder etwas auszugleichen. Los geht's mit Formen. Mehl auf den Tisch, Teig rausnehmen. Den habe ich schon gedehnt und gefaltet. Beim Dehnen und Falten, den kannst du richtig hier auf den Tisch schlagen. Da passiert überhaupt nichts. Den darfst du richtig intensiv bearbeiten. Jetzt zu 80 Gramm portionieren. Plus minus 80 Gramm. Und 82 ist es auch okay. Die Größe ist sowieso immer variabel. Du kannst sie gerne größer oder kleiner machen. Jetzt rumformen. Das Mehl auf die Tischplatte, Oberfläche reintunken und dann rund aufwirken. Falls du noch etwas zu viel Teig hast, einfach einen mehr machen oder den Teig aufteilen. Ist immer ein bisschen abhängig, wie viel bleibt in der Maschine zurück, ist die Waage geeicht und so weiter. Einfach aufteilen. So die Anfängertechnik, oben ins Mehl, das muss schön paniert sein. Und guck, hier in den Finger klebt es. Dann kannst du es von allen Seiten so in die Mitte reinziehen. Dann umdrehen. Und rumformen. Beim Rumformen nicht nur das machen, sondern mit den Fingern unten schön reingehen. Alternativ geht auch das hier. Eine Seite muss einfach kleben, das ist wichtig, damit du hier schön Spannung erzeugen kannst. Ein Backblech nehmen. Ich mache jetzt die leicht angebacken. Das heißt, ich lasse hier etwa 5 cm Platz, damit die im Endeffekt dann leicht anbacken. Und mit Ei bestreichen. Da habe ich jetzt ein Eigelb und ein ganzes Ei zusammen aufgeschlagen. 2 Stunden später sind die Burger Buns sehr schön aufgegangen. Die bekommen jetzt nochmal einen Anstrich. Dann werden die Teile bei 190 Grad Ober-Unterhitze gebacken, ohne Dampf reinschieben. Und goldgelb backen. Bei so reichhaltigen Teigen immer eine tiefere Temperatur, denn mit so viel Zucker bekommt der Teig auch relativ schnell Farbe und wenn das oben anbackt, verliert das Gebäck an Volumen, darum tiefere Temperatur.
Nach 20 bis 25 Minuten sind die Potato Buns gebacken. Ist eine Freude. Mit dem weißen Rand, goldgelb, so müssen sie aussehen. Die sind extrem soft, aber noch nicht genug. Hier habe ich noch 40 Gramm Butter und 20 Gramm Honig aufgekocht. Und die werden jetzt noch abgeglänzt. Ist natürlich optional, aber das ist noch so eine Technik aus Amerika, damit die super, super soft sind. Noch so eine leicht nussige Note durch die eingekochte Butter und eine leichte Süße durch den Honig bekommen. Es muss einfach immer direkt heiß gemacht werden. Nicht auskühlen lassen. Die Buns glänzen jetzt extrem, aber die Oberfläche ist schön trocken. Darum wichtig, direkt nach dem Backen noch im heißen Zustand, das heißt Butter, Honig aufkochen und direkt heiß abglasieren. Sonst wird das leider nicht mehr fest. Zupfen wir einen raus. Das zeigt schon, dass die super soft sind. Guck dir das mal an. Extrem wattig. Super soft. Es bläst ihn gleich wieder auf. Ein Butter-Kartoffel-Gemisch strömt mir in die Nase. Die Kruste extrem hauchdünn. Wir haben den schönen weißen Rand, der so typisch ist. Der Boden ist trotzdem schön durchgebacken. Ich glaube, da braucht es gar kein Fleisch mehr im Hamburger. Super saftig, süßliche, nussige Kruste. Extrem luftig, aromatisch. Viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentar da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.